Taverne Geschichten. Der Ruf des Erzengelschwertes. Kapitel 1. Das Erzengelschwert und der Drachenpass. Die Dämmerung senkte sich über den Drachengebirgspass, als unsere Gruppe von der Zwergenstadt Eldoria aufbrach, um das sagenumwobene Erzengelschwert zu finden. Galad, ein stolzer Schwertmeister, führte uns mit sicherem Blick durch die wilden Pfade, während Lirael, die Meisterin des Bogens, wachsam unsere Flanken schützte. Der Weg war gefährlich, gesäumt von schroffen Felsen und durchzogen von zwielichtigen Gestalten. Unsere Reisegefährten Galad und Lirael hatten eine tiefe Verbindung zu dieser Mission. Lirael, der in den Elfenwäldern aufgewachsen war, erzählte Geschichten über das Schwert des Erzengels, das einst von einem legendären Helden geführt wurde. Dieses Schwert, so hieß es, konnte das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit beeinflussen. Als wir den Pass überquerten, wurde die Dunkelheit von funkelnden Sternen erhellt und wir konnten die Umrisse der majestätischen Drachenberge erkennen. Plötzlich klirrten Waffen und wir wurden von einer Gruppe junger Banditen überfallen. Galad zog sein Schwert, Lirael spannte seinen Bogen und ein erbitterter Kampf entbrannte. Galads Schwertkunst und Lirael's präzise Pfeile hielten die Banditen in Schach, bis wir sie schließlich in die Flucht schlagen konnten. Nach dem Kampf setzten wir unseren Weg fort, tiefer in die Drachenberge hinein. Die Luft wurde kälter und das Rauschen der Bäume wich einem leisen Rauschen. Wir erreichten den Drachensee, einen mystischen Ort, umgeben von dunklen Wäldern und geheimnisvollen Felsen. Der See glitzerte im Mondlicht und wir bemerkten leuchtende Fische, die wie fliegende Sterne durch das Wasser glitten. Am Ufer entdeckten wir eine alte Steintafel, die von den Elfen erzählte, die einst das Schwert des Erzengels mitgenommen hatten. Die Suche nach dem Schwert führte uns weiter, denn wir waren entschlossen, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit wiederherzustellen. Kapitel 2: Das Auge des Himmelsheiligtums und die Spuren der Vergangenheit. Der Mond warf sein sanftes Licht auf die kleinen Wellen des Drachensees, als wir uns der geheimnisvollen Insel Auge des Himmelsschreins näherten. Galad und Lirael führten uns durch das dichte Unterholz, während die Geschichten von verbotener Liebe und den Elfen, die einst das Schwert des Erzengels entführten, unsere Gedanken erfüllten. Auf der Insel stießen wir auf uralte Monumente und Heiligtümer, die von längst vergangenen Zeiten erzählten. Eine Aura der Magie schien hier zu verweilen, und wir spürten, dass diese Insel mehr barg als nur die traurige Geschichte von Serafina und Train. Galad und Lirael untersuchten sorgfältig jede Inschrift auf der Suche nach Hinweisen, die uns dem Schwert des Erzengels näher bringen würden. Währenddessen entdeckten wir, dass die Banditenjungen, die wir am Drachengebirgspass bekämpft hatten, nur die Spitze des Eisbergs waren. Eine kleine Gruppe junger Männer, die versuchten, sich als Raubritter auszugeben, hatte sich auf der Insel niedergelassen. Mit Diplomatie und der Drohung mit Galads gezücktem Schwert konnten wir sie zur Vernunft bringen. Einer der Jungen, Elden, gestand, dass er vor langer Zeit von den Elfen eine geheimnisvolle Waffe gefunden hatte, die er für das Schwert des Erzengels hielt. Nach Einbruch der Dunkelheit begaben sich Galad und Lirael auf eine nächtliche Suche nach weiteren Hinweisen. Plötzlich stießen sie in einem der alten Tempel auf ein vergessenes Grab. Das von blühenden Blumen umgebene Grab gehörte offenbar einem der Elfen, die einst das Schwert des Erzengels bewacht hatten. In der Grabkammer fanden sie eine geheimnisvolle Rune, die darauf hinwies, dass der Weg des Schwertes durch den Drachenkopfsee führen würde. Unser Entschluss, das Erzengelschwert zu finden, war gefestigt. Wir verabschiedeten uns von der Insel mit der Gewissheit, dass die Spuren der Vergangenheit uns zum Ziel führen würden. Auf dem Weg zum Drachenkopfsee stießen wir auf weitere Herausforderungen und Geheimnisse. Doch die Suche nach dem Erzengelschwert hatte gerade erst begonnen. Kapitel 3: Die Wasserfallhöhle und das Erwachen der Vergangenheit. Unsere Reise führte uns vom Auge des Himmelsheiligtums zum Drachenkopfsee, einem Ort, an dem Geschichten von alten Schlachten und vergessenen Legenden erzählt werden. Die Morgensonne brach durch die dichten Baumkronen, als wir das Ufer des Sees erreichten. Galad, Lirael und ich standen am Ufer und blickten auf das stille Wasser, als ein Schatten unter der Wasseroberfläche auftauchte. Ein leuchtender Fisch, so groß wie meine Hand, schwamm an die Oberfläche und begrüßte uns auf geheimnisvolle Weise. Ein Gefühl der Verbundenheit mit diesem magischen Ort erfüllte uns. Der Fisch führte uns zu einem alten Fischerboot, das am Ufer lag.
Unter Deck fanden wir Karten, die uns den Weg zu einer verborgenen Wasserfallhöhle wiesen, von der die Legende des Erzengelschwerts zu erzählen schien. Neugierig und entschlossen machten wir uns auf den Weg zur Wasserfallhöhle. Der Weg führte durch dichte Wälder und entlang schäumender Bäche bis zum Eingang der Höhle. Das Rauschen des Wasserfalls war ohrenbetäubend, als wir in die Dunkelheit der Höhle traten. Die feuchten Wände schienen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zu erzählen. Tief in der Höhle stießen wir auf eine vergessene Zwergensiedlung, die einst von Elfen errichtet worden war. Die Zwerge suchten hier einst nach einem geheimen Artefakt, das ihre Stadt vor einem unbekannten Unheil schützen sollte. Doch die Geschichte nahm eine düstere Wendung, als die Elfen das Artefakt raubten und die Zwerge von einer Drachenschlange angegriffen wurden. In den verlassenen Gängen der Höhle fanden wir Hinweise auf die vergessene Vergangenheit. Alte Tagebücher und Schriften der Elfen enthüllten, dass das Erzengelschwert einst geschmiedet wurde, um das Gleichgewicht der Welt zu bewahren. Doch die Elfen, getrieben von Gier und Macht, beschlossen, das Schwert zu stehlen und es an einem Ort zu verstecken, der nur den Auserwählten bekannt war. Diese Erkenntnis traf uns wie ein Schlag. Unsere Reise war keine einfache Suche nach einem Schwert, sondern eine Reise durch die Schatten der Geschichte, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. In einem versteckten Schrein in der Höhle fanden wir eine weitere Rune, die den nächsten Schritt unserer Reise anzeigte. Der Weg führte uns zum verborgenen Drachenschrein im Kristallwald. Mit neuer Entschlossenheit und einem Hauch von Ehrfurcht vor der vor uns liegenden Aufgabe verließen wir die Wasserfallhöhle. Der Drachenschrein sollte der Schlüssel zu unserem weiteren Vordringen sein, und die Geheimnisse, die er barg, würden uns dem Schwert des Erzengels einen Schritt näher bringen. Unsere Herzen klopften vor Vorfreude und einer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht vor den Geheimnissen, die noch vor uns lagen.